Leute, Teil 3, es ist Endor-Zeit, es ist Ewok-Abschlachtzeit. Oh, ich freue mich, kleine Teddybär mit Knopfaugen zu ficken. Ah, so gut. Okay, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Genau, alles scheiße, alles wrong mit Battlefield 3, Battlefield EA, Battlefield... Battlefront. Battlefield? Habe ich... Battlefront! Seht ihr, das ist der Scheiß, wenn man der Firma, die Battlefield macht, es überlässt, Battlefront zu machen. Alle Leute denken nur an Battlefield. Nicht, dass es damals schon passiert wäre, nein. Egal. Okay, ich habe mich mal schlau gemacht, so wie groß der Download von dem neuen ist. Und bin da auf die Info gekommen, so, hey, es sind 23 GB auf der PS4 und 19 GB auf der Xbox One. Eine normale Blu-ray kann bis zu 25 GB als Single-Layer fassen. Sagt man, okay, ist cool, haben sie ja fast ausgereizt. Okay, kann man sagen, ja, aber man kann auch hingehen und eine Dual-Layer-Disc bringen, die eben halt, ne, das Doppelte fasst, nämlich 50 Gig. So, das wäre um einiges cooler, weil dann passt auch mehr Content drauf. So, zum Beispiel der Season Pass. Der, ja, ne? Ah, Ewok, yeah. Finde ich scheiße. Und vor allem, was sagen uns diese 23 zu 19 GB auf der Xbox und PS4? Dass die PS4 wahrscheinlich wieder mit 1080 laufen wird. Und der Wookie wurde gerade hinterrücks erschossen von seinem Rebellenkollegen. Geil. Ja, dass die PS4 mit 1080p laufen wird und die Xbox One-Version, wie die meisten, wohl, wenn dann, nur mit 900p. Cool, Microsoft, kriegt euren Shit endlich mal zusammen. Das geht doch nicht klar, ey. Das Alter, ohne Scheiß. Wir leben in einer Zeit, wo 4K jetzt demnächst Standard wird. Ey, das ist lächerlich. Ich meine, die Konsolengeneration wird auch, glaube ich, nicht allzu lange halten. Bei dem mageren Techniksprung. Ja, ich finde es einfach scheiße, Mann. Das ist ätzend. Wir sehen, dass schon wieder viel zu viel Platz verschwendet wird, so ungefähr. Der gut genutzt werden könnte, aus Zeitgründen. Ja, ich weiß, ihr seht es. Es ist ein Muster, ich wiederhole mich. Aber ich muss es euch in die Köpfe hämmern, dass ihr einfach dahingehend informiert seid, wie ihr, wenn dann abgezogen werdet von gewissen Firmen, die euch zu wenig vorher Geld geben. Das ist einfach scheiße. Das ist einfach echt scheiße. Aber egal, kommen wir mal auf was Positiveres zu sprechen. Einmal kurz vorher Ewoks. Ich weiß nicht. Krieg ich hier ein Like für jeden Ewok, den ich töte? Das wäre sau cool. Ich liebe es, kleine Pelzviecher zu verbrennen. Digital. Digital bitte. Nimmt mich nicht ernst. Ich bin ein absoluter Tierfreund. Zwar kein Vegetarier, aber ich liebe Tiere. Wirklich. Stirb Ewok. was wünsche ich mir für das neue Battlefront? Nicht Battlefield, Leute. Ja, Battlefront. Ich würde mir einen Horden-Modus wünschen. Das heißt, so wie alle möglichen Games, die es nach GIST vorgemacht haben, wünsche ich mir einen Modus, wo ich hingehen kann und gegen eine Armada, gegen eine Welle nach Welle erscheinende Gegnerfront von zum Beispiel Ewoks. Ohne Scheiß. Was würdet ihr dazu sagen, ihr werdet von einem Haufen kleiner, pelziger Ewoks überrannt? Das wäre doch so geil, den Pelz zu verbrennen. Das wäre so schick, die kleinen Knopfaugen aus ihrem Kopf herauszuballern. Sie mit Lichtschwertern zu zerteilen. Oder Gungans. Wir gehen hin und packen Gungans als Gegner hin. Wer wollte nicht... Ach, verdammt. Wer wollte nicht schon immer hingehen und Jar Jar Binks den Kopf zerspalten? Von wegen, sie haben keinen Boomer? Ja, nimmst du den da und rammst ihm eine scheiß Plasmagranate in den Hals. Richtig geil. Stirbt Jar Jar. Richtig, richtig schicker Scheiß, ey. Sandleute. Javas. All sowas. Halt Welle nach Welle nach Welle mit dem Imperium hingehen und die ganzen fiesen Viecher abballern.
Oder Calamaris, halt, General Akbar, it's a trap. Das wäre so cool. Bitte, 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 gib uns einen Hordenmodus. Wahrscheinlich wieder, wenn dann als DLC nachgeliefert, denn die ganzen anderen Modi wurden ja irgendwie schon gelistet, was drin sein wird, hatte ich schon vorgelesen. 8 Modi an der Zahl, so ungefähr. Yeah, Hälfte Capture the Flag Verschnitte und so. Aber ja, ich hätte gern einen Hordenmodus mit all den verschiedenen Rassen zum Massakrieren. Was würde ich noch gern sehen? Ich würde gern auf Hot, würde ich gern Tauntauns sehen. Ich möchte hingehen und auf einem Tauntaun reiten. Das hat irgendwie echt gefehlt in der Beta. Ich hätte so gern gesehen, dass ich mit dem Tauntaun weiter nach vorne reiten kann, dem Imperium entgegen, vielleicht auch einfach weg davon, sodass man halt schneller unterwegs ist. Weil die Rebellen haben keine Fahrzeuge. Nein. Ohne Scheiß, die Rebellen können keine AT-STs nehmen, die können keine AT-ATs besteigen, das ist nicht möglich. Hier in dem alten Battlefront ist es möglich, halt als Rebell in den AT-ST einzusteigen, wenn er nicht bemannt ist. Hatten die Rebellen leider nicht die Möglichkeit zu. Ewok, ein Like bitte. Wampas! Ich würde gerne Wampas. Oh, habt ihr das gesehen? Er wurde überfahren oder überflogen, wie auch immer. Wampas! Ich weiß nicht, ob die in noch anderen Games insgesamt vorkamen, außer in Shadow of the Empire. Da kamen sie drin vor und waren auch, wie im Film geplant, in der Basis. In eigenen Räumen eingesperrt und man konnte hingehen und sie rausholen und bekämpfen oder auch sie gegen Sturmtruppen kämpfen lassen. Leider wurde die Szene damals im Film rausgeschnitten, wo C3PO hingegangen ist und die Käfige von den Wampas geöffnet hat. Und das würde ich mir dann auch wieder hier für Battlefront wünschen, denn wo besser als da kann man dann hingehen und die Viecher unterbringen? Weil dann hätten die Rebellen noch mehr Chancen. Scheißt auf die Schutzschilde der AT-STs, die irgendwie runterzusenken. Ich meine, das ist machbar gewesen, aber okay, könnt ihr auch mal wegen runterstellen. Aber ich will Wampas da drin haben. Ich will mehr Abwechslung. So mehr verschiedene Rassen da drin. So das Game hat unendlich viele Möglichkeiten. Deswegen. Und ich werde hier gerade ein bisschen weiter nach hinten gedrängt. Wie ätzend ist das denn, Leute? Was noch? Maps, die ich mir wünschen würde. Ich würde so gerne Jabba's Palast sehen wollen. Bespin, Geonosis und Naboo. Und ja, ich weiß, es wird erstmal keine Prequel-Stages und so weiter geben. Aber wahrscheinlich als Download-Content. Ist toll und schön. Ist toll und schön, aber ich will das alles auf Disc. Und jetzt muss ich auch noch sagen, ich werde mir das Game irgendwann auch noch kaufen, nur nicht zum Start. So, ganz ehrlich, ich will das Game haben, ich will das Game spielen, es spielte sich gut, aber ich werde warten, bis der Preis gefallen ist. Entweder für ein nagelneues Ding, dass ich das irgendwo günstig kriege, aber eigentlich eher weniger, denn ich werde es mir gebraucht kaufen. Ich will EA dafür kein Geld geben, ich will EA nicht finanziell unterstützen, für diese Machart Games zu halbieren. Und sollten sie irgendwann mal eine Game of the Year Edition bringen, bin ich Feuer und Flamme dafür, werde sie mir kaufen. Auf jeden Fall, weil ich Fan davon bin, alles auf Disc zu haben. Hab's mit Star Wars Force Unleashed 1 damals auch gemacht. Hab mir die Sith Edition da gekauft, wo alles auf einer Disc war. Und das würde ich mir wünschen, dass das hier genauso gehandhabt wird. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch irgendwie das ein bisschen nachvollziehen könnt, warum, wieso, weshalb das einfach schlecht ist und vielleicht dem Ganzen nachkommt, das Game gebraucht zu kaufen, später zu kaufen. Vor allem, und wenn ihr nicht warten könnt, dann geht bitte hin und kauft nicht die Deluxe Edition, wo ihr 10 Euro für ein fucking Emote extra zahlt, denn das ist Abzug. Und wer das macht, der unterstützt den größten Abzug der Welt. Der Videospielwelt. Bitte, lasst die Videospielwelt nicht untergehen. Das ist
Das ist mir sehr wichtig. Ohne Scheiß. Deswegen, mit den Worten, kauft es, wenn bitte gebraucht, kauft es später, kauft nicht die überteuerten Scheiß Season Pässe und so. Ich wollte euch kurz warnen, wurde echt ein bisschen viel gehatet hier. Aber das Game ist gut. Ich werde es, wie gesagt, auch irgendwann kaufen. Ich entlasse euch damit, dass ihr einfach viel Spaß damit haben sollt. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Es soll ja Spaß machen. Aber habt es bitte im Hinterkopf. Habt es im Hinterkopf, wie EA die ganze Sache handhabt hier und versucht, so viel Geld herauszuschlagen, wie nur irgend geht. Deswegen, Leute, macht's gut, Pissdensen und Schmanden.